Flipper und Rostock. Mit den Kids meiner Freundin. Ich holte die beiden von der Schule ab. Wir fuhren mit der Straßenbahn zum Flipout. Eine riesige Trampolinhalle für Jung und Alt. Ich hatte schon eine leise Vorahnung und deshalb ein Erlebnis-Fußballheft zum Lesen dabei. In der Halle angekommen, sprang mir schon nach ein paar Sekunden der Satz ins Auge. Die Gewichtsbeschränkung für unsere Trampoline liegt bei 115 Kilo. Was für ein Tiefpunkt. Im ersten Moment fühlte ich keine Scham. Ich war einfach nur traurig. Mehr schlecht als recht fand ich eine Ausrede und versuchte den beiden Lütten aufzutischen, dass ich doch keinen Bock hätte und lieber lesen wolle. Früher habe ich immer gedacht, Kinder checken nichts. Aber die checken alles. Ich glaube, sie wussten sofort Bescheid. Aber das Wichtigste war, die beiden hatten riesigen Spaß. Ich find's toll von Lena, dass sie es hinbekommen hat, dass die Kids so mutig und angstfrei sind. Die beiden stürzten sich in jeden Parcours. Selbst die älteren Kinder staunten, was sie für Stunts ablieferten. Ich hätte einiges gegeben, um mit ihnen rumzuhüpfen. Alibimäßig kaufte ich den Kids Brezeln und Nachos für die Pause. Schließlich diente beides als Gemütsmedizin für mich selbst. Ich aß ihnen alles weg. Ich hoffte so sehr, dass sie es nicht mitbekommen würden. Ich sagte ihnen, dass ich schnell auf Toilette gehen würde, nur um den gleichen Stuff nochmal zu kaufen. Ich fühlte mich einfach nur schäbig. Ein Loser, der zu fett ist fürs Trampolin und den Kids auch noch das Essen wegfrisst. Erbärmlichkeitslevel 1000. Als i-Tüpfelchen erkannte mich dann auch noch eine Mitarbeiterin. Sie freute sich sehr und offenbarte mir, dass sie für die Öffentlichkeitsarbeit der Halle zuständig sei. Was für ein Glück. Sie fragte, ob sie ein Foto machen dürfe. In solchen Momenten hasse ich die Band. Ich saß da nicht als Frontmann einer Band, sondern als kompletter Lappen. Ich wollte kein Foto machen, ich wollte nicht lächeln, aber ich lächelte. Logischerweise wollte sie aber kein Foto davon, wie ich traurig Nachos esse, sondern wie ich fröhlich rumjumpe. Wenn man sich die Instagram-Seite des Ladens anschaut, sieht man, das haben bisher alle so gemacht. Vom Materia bis zum Rostocker Oberbürgermeister. Aber ich musste ihr nun erklären, dass ich laut ihrer Regularien zu fett zum Hüpfen bin. Um noch irgendwie cool zu tun, sagte ich, ich will eure Halle nicht lahmlegen. Was für ein erbärmlicher Versuch, meine Unsicherheit zu überspielen. Sie reagierte total cool und wir machten draußen ein Foto vom Logo der Halle. Ich bin wahrscheinlich der Erste und Einzige, der auf der Instagram-Seite einer Trampolinhalle auftaucht, obwohl er zu fett für Trampoline ist. Wieder mal was geschafft, Munchi. Wer mich auch nur ein bisschen kennt, sieht auf dem Bild, dass ich einfach nur angepisst war. Nicht vom Foto, sondern von der Gesamtsituation, von mir selbst. Als die Mädels auf der Rückfahrt sagten, dass sie unbedingt wiederkommen wollten und ich dann aber bitte auch mitmachen solle, bekam ich feuchte Augen. Zum Glück saßen sie hinten in ihren Kindersitzen und bekamen nichts davon mit. Ich kann mir 100-mal sagen, dass ich alles machen kann, was ich will. Aber das ist pure Augenwischerei. Ich muss endlich was tun. Und zwar nicht nur, weil alles andere Selbstmord auf Raten wäre, sondern auch, um mir nicht mehr selbst im Weg zu stehen, um frei zu sein, alles zu tun, was ich will. Aber was genau ist mein Ziel?